Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode meines Videoblogs. Ihr seht wieder in vertrauter Umgebung vor der Regalwand und, das hoffe ich zumindest, mit verbesserter Bild- und Tonqualität. Ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Das Thema der heutigen Episode lautet das Liaden-Universum und damit sind die zahlreichen Romane und Kurzgeschichte des US-amerikanischen Autorenpaares Sharon Lee und Steve Miller gemeint. Bevor ich mich ein wenig mit den inhaltlichen Aspekten dieser Romane befassen möchte, ist es ganz sinnvoll und nicht uninteressant, einen Blick auf die Publikationsgeschichte zu werfen, denn die ist sowohl in den USA wie auch in Deutschland durchaus wechselvoll und nicht uninteressant. Die ersten drei Romane erschienen damals beim US-amerikanischen Publikumsverlag Del Rey. Und nach dem Erscheinen der ersten drei Bände kam dieser zu dem Schluss, dass die Verkäufe die weitere Herausgabe von Folgebänden nicht mehr rechtfertigen würden. Dementsprechend standen Sharon Lee und Steve Miller vor der Perspektive, dass ihre gerade erst begonnene schriftstellerische Karriere relativ abrupt wieder zu einem Ende gekommen war. Eine Weile geschah nichts. Als das Autorenpaar selber einen Internetzugang bekam, durfte es zu seinem eigenen Überraschen feststellen, dass in den genrebezogenen Newsgroups ihre Romane weiterhin intensiv und mit großem Interesse diskutiert wurden und dass viele Fans sogar schon Spekulationen äußerten darüber, wie künftig die Handlung sich denn fortsetzen würde. Ermutigt durch diesen Zuspruch von Fanseite, entschieden sich die beiden Autoren dazu, das Interesse der Fans durch selbstproduzierte kleine Bändchen, sogenannte Chapbooks, am Leben zu erhalten, die sie in eigener Regie als kleiner Verlag herausgegeben haben. Es dauerte dann aber nicht allzu lange, bis sie einen neuen Verlag gefunden hatten, der auch bereit war, nicht nur die anderen Romane nachzudrucken, sondern auch neue Romane zu veröffentlichen. Es handelte sich dabei um den US-amerikanischen Kleinverlag Mesa Merlin. Diejenigen unter euch, die sich ein wenig auskennen mit den Entwicklungen der US-amerikanischen Szene, wissen, dass Mesa Merlin kurze Jahre darauf Ambitionen zeigte, von einem kleinen zu einem großen Verlag zu werden und erhebliche finanzielle Investitionen vor allem auch in den Vertrieb tätigte, was leider dazu führte, dass der Verlag sich finanziell stark übernahm und dann vor einigen Jahren leider Konkurs anmelden musste. Dieser Bankrott betraf viele Autorinnen und Autoren, die in dem doch recht umfangreichen Verlagsprogramm veröffentlichten, eben auch Lee und Miller, die abermals heimatlos geworden sind, was ihre Romane aus dem Liaden-Universum anbetraf. Es dauerte wieder eine gewisse Zeit, die sie mit weiteren Veröffentlichungen in ihrem kleinen Verlag überbrückten, bis dann der bekannte Bane-Verlag Interesse an den Liaden-Romanen zeigte, nicht nur die Rechte für die alten Bände aufkaufte, sondern auch das Autorenpaar beauftragte, neue Romane zu schreiben. Zuletzt haben die beiden einen Vertrag über 5 neue Romane in diesem Universum unterschrieben. Jetzt scheint also nach einer sehr wechselvollen und mitunter sicherlich auch frustrierenden Publikationsgeschichte der Zeitpunkt erreicht zu sein, der den beiden erlaubt, in ihrem Universum ruhig und mit gutem Gewissen weiterzuarbeiten, weil sie wissen, jetzt erscheinen die Romane auch, werden publiziert und ganz offensichtlich ja auch vom Publikum angenommen. Ich sprach von einigen Parallelen zur deutschen Publikationsgeschichte und in der Tat, zumindest der Anfang hört sich ähnlich an. Die ersten drei Liaden-Romane, ich habe einen davon hier in der Hand, erschienen bei einem großen Publikumsverlag, nämlich bei Heine. Nach diesen ersten drei Bänden kam auch der Heine Verlag zu dem Schluss, dass die Verkäufe, eine Fortsetzung der Serie, 2 weitere Romane waren ja bereits angekündigt worden, nicht weiter rechtfertige. Und in einer relativ kurzfristigen Entscheidung wurde diese Serie daher abgesetzt. Ein Schicksal, das, wie wir alle wissen, zahlreiche Zyklen und Serien in der Vergangenheit immer wieder getroffen hat, was bei vielen Fans natürlich zu gewissen Frustrationen geführt hat, vor allem jenen, die nicht willens oder in der Lage sind, sich mit dem US-amerikanischen Original zu versorgen, etwa weil ihre Englischsprachkenntnisse dafür nicht ausreichen.
Nach einer kurzen Wartezeit entschloss sich dann der Atlantis Verlag, die Serie fortzusetzen. Die Bände 4 und 5 sind bereits erschienen, wobei 5 die Hälfte des US-amerikanischen 5. Bandes ist, weil dieser sehr umfangreich war und entsprechend gesplittet werden musste. Jetzt will ich nur hoffen, dass das nicht dazu führt, dass auch der Atlantis Verlag jetzt großartige Ambitionen zeigt, sich zu überdehnen und vom Schicksal dazu getrieben wird, ja auch in den Bankrott zu gehen. Das würde mich persönlich doch sehr traurig machen, halte es aber für relativ unwahrscheinlich. Dafür ist, glaube ich, Verleger Guido Latz zu realitätsnah in seinem verlegerischen Handeln. Worum geht es bei den Liaden-Romanen, die, wie gesagt, mittlerweile sehr viele Romane sowie einen großen Korpus an Kurzgeschichten umfassen? Die titelgebenden Liaden sind eines von drei Abstammungsvölkern der ursprünglichen Menschen, die vor vielen tausend Jahren aus der heimatlichen Milchstraße vertrieben worden sind, um woanders neu zu siedeln und im Rahmen dieser Vertreibungsaktion sich in drei große Völker aufgespalten haben. Die Liaden, die so ein bisschen aussehen wie, na, ich sag mal, Elfen im Weltall, wo man sich hier von dem Äußeren nicht irre machen lassen sollte. Da gibt es auch genug ziemlich finstere Gauner und Verbrecher, Verschwörer und ganz finstere Gestalten, auch bei den Liaden. Also zum einen das Volk der Liaden, dann die Menschen selbst, also sozusagen die klassischen Abkömmlinge und als drittes die sogenannten X-Trang, ein Kriegervolk, offenbar Nachfahren von genetisch hochgezüchteten Supersoldaten, die mordend, plündernd und brandschatzend durch die Galaxis ziehen und in einer extrem rigiden und hierarchisch organisierten Militärgesellschaft leben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche weitere außerirdische Völker, mit denen diese drei Menschennationen auf die eine oder andere Art und Weise in Kontakt und Interaktion stehen. Und dieses Gesamtsetting ist der Hintergrund des Universums, in dem die verschiedenen Geschichten erzählt werden. Vor allem geht es dabei um Konflikte eben innerhalb und mit dem Volk der Liaden, das deswegen weiterhin titelgebend für das gesamte Universum und für diese Romane ist. Bei den Liaden-Romanen handelt es sich um klassische Space Opera. Und die beiden Autoren haben selbst einmal gesagt in einem Interview, das ich mit ihnen für das Magazin Fantastisch geführt habe: Zu der Zeit, als wir das geschrieben haben, gab es nicht mehr so viel in diesem Bereich. Wir wollten zurück zum klassischen Abenteuer, wir wollten spannende Geschichten erzählen, die gar nicht mehr wollten und auch nicht mehr von sich behauptet haben, als unterhaltsames Garn zu spinnen. Und genau das ist ihnen ja ganz offensichtlich auch gelungen. Space Opera, da haben wir das Operettenhafte auch drin, das Operettenhafte in Bezug auf die Tatsache, dass hier immer auch das Zwischenmenschliche eine starke Rolle gespielt hat. Es gibt eine ganze Reihe von Romanzen, denen ein relativ breiter Raum gewidmet wird. Wir haben ein bisschen Science Fantasy drin, nämlich aufgrund der Tatsache, dass es Magier, Zauberer gibt, die über besondere psychische, parapsychische Fähigkeiten verfügen und diese auch auf vielfältige Art und Weise einsetzen. Also diesen mystischen Touch findet man in diesen Romanen immer wieder. Und wir haben natürlich auch den Teil, der durch Konflikt und manchmal auch Krieg geprägt ist, obwohl es nur ein, zwei Romane gibt, die zumindest in die Nähe von so etwas wie Military Science Fiction kommen. Auseinandersetzungen, Konflikte sind ein tragendes Element dieser Romane und diese werden dann eben größtenteils aus der Sichtweise eines relativ großen Ensembles von Helden aus den verschiedenen menschlichen Völkern dargestellt. Und dieses Ensemble besteht aus, ich würde nicht sagen holzschnittartigen Charakteren, aber Protagonisten, die relativ eindeutig mit ihren Eigenschaften zuzuordnen sind und die trotzdem im Rahmen der Handlung zumindest inkrementell eine Weiterentwicklung erfahren, was dazu führt, dass sie dem Leser nicht nur sympathisch sind, sondern dass man auch ein sehr starkes Interesse daran entwickelt, wie es denn nun mit diesen Leuten weitergeht und was am Ende aus ihnen wird. Dabei sparen die Autorinnen und die Autoren nicht mit Überraschungen. Es gibt immer wieder
interessante, überraschende Wendungen, mit denen man wirklich nicht gerechnet hätte. Was den Stil der Romane angeht, so muss ich gerade als jemand, der zuletzt auch wieder mit den Übersetzungen selbst befasst gewesen ist, sagen, da muss man möglicherweise ein bisschen Abstriche machen. Er ist nicht besonders elaboriert, er ist nicht besonders überraschend in dem Sinne, dass hier immer wieder auf neue Art und Weise die Geschichten erzählt werden. Er ist dem Genre und der Intention der Unterhaltung angemessen, würde ich sagen. Da sollte man keine allzu großen Sprünge erwarten, weder in der originalen amerikanischen Fassung noch in der deutschen Übersetzung. Alles in allem eine klassische Urlaubs- und Wochenendlektüre. Spannende Romane, sympathische Charaktere, viel Drama, zwischenmenschliches Drama, politisches Drama, militärisches Drama, Böse, die richtig schön böse sind und Gute, die ja zwar gut sind, aber dann doch nicht so edel, dass man sozusagen ja, vom bloßen Lesen bereits einen Zuckerschock bekommen würde. Nein, das ist im Rahmen dessen, was in diesem Universum beschrieben wird, nachvollziehbar und macht gerade deswegen besonders viel Spaß in der Lektüre. Mehr sollte man von den Liaden-Romanen nicht erwarten. Es ist Unterhaltungsliteratur, es sind Abenteuergeschichten im Weltall und das auf eine schöne, intelligente und manchmal anrührende Art und Weise geschrieben. Jeder und jede, der sich für diese Art von Literatur interessiert, ist mit den Liaden-Romanen wirklich gut bedient und daher ist mein Fazit empfehlenswert. Ich würde die Sachen auch lesen, wenn ich sie nicht übersetzen würde. Man darf nicht zu viel erwarten, man sollte aber hier auch nicht untertreiben, was die eigene Erwartung angeht. Man wird im Regelfalle gut unterhalten. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe, das hat euch ein wenig interessiert. Der nächste Band, an dem ich gerade in der Übersetzung sitze, soll im Frühjahr kommenden Jahres erscheinen, sowohl im Paperback wie auch im E-Book. Und ob und inwieweit dann die Folgeromane, die bei Bane Books erschienen sind, auch in deutscher Übersetzung erscheinen werden, kann ich zurzeit noch nicht sagen, denn das hängt ganz wesentlich davon ab, wie sich ja gewisse Vertragsverhandlungen entwickeln werden. Sobald sich da aber etwas Neues gibt, bin ich gerne bereit, noch einmal auf dieses Thema zurückzukommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.